Wir schaffen das. Sie verhöhnen uns wirklich jetzt vollständig. Die SPD schaut sich bei den Grünen ab, wie man das Projekt U10 erfolgreich beendet. Dafür war Omid Nuripur gestern bei Karin Miosga. Er gibt den Staffelstab ab an ein neues Dreamteam der Grünen, die das Projekt U5 dann endlich einleiten sollen. So oder so ähnlich dachte sich das wohl auch Karl Lauterbach, der allen Ernstes sagte, wir schaffen das. Und hat genau auf die Worte von Frau Merkel angespielt. Leute, es ist völliger Wahnsinn, dieses Bullshit-Bingo bei der ARD sonntagsabends. Ja, erst fliegen im Tatort die Ermittler mit einer Autobombe in die Luft. Ich gucke keinen Tatort, ich habe aber die Überschrift gelesen. Und dann kamen sie mit Omid Nuripur, mit Karl Lauterbach und Nee. Und Omid Nuripur, er verhöhnt uns, indem er sagt, die Aussage von seinem Parteikollegen Cem Özdemir über das Begaffen seiner Tochter kommt daher, dass wir nicht genügend Sozialarbeiter haben, die sich um die Integration kümmern. Das, meine lieben Zuschauer, ist mal wieder feinste Sahne, nicht Fischfilet in diesem Falle, sondern grüne Desinformation. Die Integration ist keine Schuld von uns Gastgebern, also keine Bringschuld von uns, sondern diejenigen, die kommen, die müssen das holen, die müssen sich das einfordern. Wenn ich in ein anderes Land immigriere, kommt kein Sozialarbeiter und fragt, ob es mir gut geht, ob ich den Antrag verstanden habe, sondern die harte Hand des Staates, du willst was von mir, dann kümmere dich gefälligst darum, dass du die Regeln hier verstehst, dass du der Sprache mächtig bist und dann können wir uns überlegen, ob wir dich als Individuum haben wollen. Aber ich zeige euch, wie Omid Nuripur das Ganze hier wirklich dargestellt hat. Er wurde angesprochen auf die Aussage seines Parteikollegen Cem Özdemir, dem man inzwischen ja offen Rassismus, Kartoffeligkeit und sonstige Dinge an den Kopf wirft. Mich interessiert ja, dass der Ton, dass er das so ausspricht, ist eigentlich sehr ungewohnt für die Grünen. Nicht der Ton ändert sich, sondern die Realitätsbeschreibung ändert sich, weil die Realität sich verändert. Wir haben da draußen nicht ausreichend Leute, die in Bildungseinrichtungen, in der Verwaltung sich um die Leute kümmern, die kommen, wenn es in Kommunen zu viele sind. Und dann kann man auch nicht gescheit Integrationsarbeit machen. Das gilt nicht für alle Kommunen, das gilt nicht für das ganze Land, aber es geht darum, dass wir die Veränderungen auch tatsächlich beschreiben und beschreiben kommt das in müssen, Ihrer Partei damit das an? Problem. Omid Nuripur sagt, wegen den zu wenigen Sozialarbeitern, immer dran denken, die Zahl, die ist, hat sich verzigfacht in den letzten Jahren seit 2015. Weil wir nicht genügend Sozialarbeiter haben, kommt es daher, dass junge Migranten oder Migranten allgemein hier andere Frauen belästigen, sexuell belästigen, Straftaten begehen, sich nicht integrieren, wo ich nur sagen muss, Leute, es ist absolut völliger Wahnsinn, dass das grenzt an Geisteskrankheit, weil man damit die Realität völlig ins Gegenteil verkehrt. Ja, eine Opfer-Täter-Umkehr wird hier gemacht. Wir, die hier der Gastgeber sind, sind jetzt dran schuld, dass die Gäste, die kommen, sich hier nicht benehmen können. Das ist, Leute, aber das ist grüne Politik. Ja, Herr Omid Nuripur, gut, dass Sie zurückgetreten sind. Sie mit Ihrer Ideologie, Sie haben überhaupt nichts verstanden. Sie haben Lerneffekt null. Absolut lernresistent. Früher hat man dazu gesagt, man muss auf die Förderschule gehen, wenn man so lernresistent ist. Und Sie sitzen sonntagsabends in der ARD-Show, kriegen bestimmt auch noch ein kleines Erfrischungsgeld dafür, ohne die Schnittchen natürlich hinter den Kulissen. Ich war auch schon im Hauptstadtstudio, ich habe auch schon die Schnittchen gegessen von der ARD. Schmecken manchmal ganz gut, sind aber manchmal ganz schön wenige. Es wird überall gespart, wo man kann und anscheinend ja auch an den Sozialarbeitern. Und wir sind daran schuld, weil wir nicht genügend Sozialarbeiter stellen, werden wir jetzt Opfer von Migrantengewalt, von sexualisierter Gewalt, von Messerkriminalität. Und da muss man nur sagen, Herr Omid Nuripur, man wünscht niemandem etwas Schlechtes an den Hals, aber Sie sollten doch mal im Berliner, Sie können auch im Berliner Bahnhofsviertel umherlaufen, aber gehen Sie doch mal an den Frankfurter Hauptbahnhof und verbringen mal eine Nacht auf der Straße. Und dann unterhalten wir uns nochmal, ob denn wirklich das Problem ist, dass wir schuld sind oder dass andere schuld sind. Aber Omid Nuripur war noch gar nicht fertig. Er erklärt jetzt auch die Fehler, die er begangen hat. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Hätten wir keine Fehler gemacht, wären wir nicht da, wo wir sind. Warum mussten Sie denn dann zurücktreten?
Wir Ricarda Lang und ich haben einen Fehler gemacht. Beispielsweise würde ich jetzt sagen, es gibt relativ viel dummes Zeug über die Grünen, was wir angeblich alles verbieten wollen. Und wir hätten vom Fleisch über Autofahren oder was weiß ich alles. Wir haben vielleicht nicht robust genug und hart genug und schnell genug dagegen gehalten. Das wäre so ein Beispiel. Aber das ehrt Robert Habeck sehr, dass er sich so jetzt vor uns stellt. Aber nochmal, die Verantwortung für Wahlergebnisse tragen Parteien und Parteivorsitzende. Die Verantwortung tragen Parteivorsitzende. Ja, die Koalitions- und Fraktionsvorsitzenden, die tragen natürlich keine Verantwortung, weil die Regierungspolitik ja absolut hineinstrahlt in die grüne Partei. Es ist absoluter, völliger Wahnsinn, wie sie uns hier dann erklären wollen. Die Grünen würden ja gar nicht irgendetwas verbieten wollen, sondern das sind irgendwelche Narrative. Er hat das Wort Kreml diesmal nicht gesagt, hat mich ja gewundert. Ich dachte, er schiebt es wieder Putin zu, dass wir alle wissen, was die Grünen verbieten wollen. Ich hatte mal eine Liste, es waren 237 Verbote, die im grünen Parteiprogramm vorkommen. Das war das Parteiprogramm aber zur Bundestagswahl 2017. Ich muss mal gucken in meinem Archiv, ob ich das noch finde. Das ist völliger Wahnsinn. Und jetzt hat er und Ricarda, also Omid und Ricarda, haben sich nicht dem genug entgegengestellt. Ja, wenn man gegen Fakten dann mit Fake News ins Felde zieht, da kann man sich versuchen, dagegen zu stellen, wie man will. Der Wähler lässt sich nicht ewig hinter die Fichte führen, vor allem nicht jeder Wähler. Aber weil das Ganze noch nicht genug war, kommt jetzt die absolute Verhöhnung des gestrigen Abends, als ernsthaft Karl Lauterbach in Anlehnung an unsere Situation Frau Merkel wiederholt hat mit "Wir schaffen das". Ganz bezeichnend der kurze Aussetzer von Frau Miosga. Sie war darauf absolut nicht vorbereitet. Einer möchte Neuwahlen von Ihnen hier am Tisch. Wir müssen die Arbeit tun. Also dieses Projekt Modernisierung läuft ja noch. Wir schaffen das. Hoffentlich auch. Ich hätte mit einem anderen Zitat gerne, wie ich das sagen darf. Das ging nicht gut. Das ist jetzt, wir müssen das, ist das wirklich hinkriegen. Das, glaube ich, sollte also das ist jetzt wirklich sein. Genug zu tun. Wenn wir es ein bisschen leiser hinkriegen, wird alles besser. Sie sollte es nicht nur... Eine kleine Provokation muss sein. Sagst gerade du, Karlchen, du Klabauterbach, der Minister, der sich vermutlich strafbar gemacht hat, indem er kriminelle Handlungen als Minister durchgeführt hat, beziehungsweise, dass er hier auch die Öffentlichkeit getäuscht hat, dass er Wähler getäuscht hat, steht alles mutmaßlich im Raum. Gerichte befassen sich unter anderem mit meiner Strafanzeige, von der ich schon lange nichts mehr gehört habe. Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, ein bisschen Provokation muss sein, sagt gerade derjenige, der die ganze Bundesrepublik beim Thema Corona angelogen hat, nachweislich angelogen hat, offen ins Gesicht gelogen hat. Und der Witz ist, er wurde selbst angelogen von BioNTech und Pfizer. Ich habe da so eine kleine Mitteilung, wo auch Herr Karl Lauterbach nicht über gewisse Dinge informiert gewesen ist. Das finde ich am allerlustigsten an dieser Sache. Nicht nur Karlchen hat alle verarscht, nein, die großen Big Pharma haben auch Karlchen verarscht, als es um die Impfung der Mitglieder des Deutschen Bundestages ging. Ihr wisst vielleicht, es gab bei Corona zwei Produktionsverfahren für den Impfstoff. Das bessere, das mit dem reineren Impfstoff, und das schlechtere mit den Verunreinigungen. Als das ans Tageslicht kam, gab es dann natürlich eine schriftliche Einzelfrage im Deutschen Bundestag für die Impfkampagne im Deutschen Bundestag. Welchen Impfstoff haben die Politiker bekommen? Den aus dem verunreinigten Produktionsverfahren. Und daraus kann man 1:1 ablesen, dass sie es nicht wussten. Denn bei der Schweinegrippe auch, da wussten sie von zwei Produktionsverfahren und haben sich den besseren Impfstoff genehmigt. Hier haben sie den schlechteren bekommen. Und das ist wirklich phänomenal gewesen, ist jetzt nicht tagesaktuell. Aber Herr Lauterbach, Sie sind schon verarscht worden von Big Pharma. Sie verarschen das ganze Land. Wir Wähler zeigen Ihnen bei der nächsten Bundestagswahl, wo der Hammer hängt. Der Hammer hängt für die SPD definitiv unter 10. Deswegen hier bestes Beispiel von Omid Nuripur, kann man nur lernen, auf dem Weg nach unten den Abstieg zu beschleunigen. Da gibt es einige Tipps und Tricks. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Ob du das auch siehst wie ich, dass das völliger Wahnsinn ist, wie sie uns hier quasi indoktrinieren wollen und verarschen wollen in Karin Mioskas Polit-Talk sonntagsabends, wo unwidersprochen stehen bleibt, dass Migrantengewalt daher rührt, dass wir daran schuld sind, nicht genügend Integrationsmitarbeiter zu stellen. Das grenzt an so einer Realitätsverweigerung. Das muss man medizinisch mal untersuchen. Hier könnten Krankheitsbilder im Raum stehen, über die ich jetzt keine Aussage treffen möchte. Das muss mal jemand objektiv begutachten. Abonniere diesen Kanal, schau dir auch unbedingt die Messerinzidenz für das Wochenende an. Sie liegt bei 23. Ich bin gespannt, wie du das findest. Abonniere auch den neuen Kanal und damit sage ich ciao, bis bald.